1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers vom Community Server. Wir sind ja auf dem Weg zum Mond und wir sind fast da. Guckt mich an. Er ist sogar rund, er ist nicht mehr eckig, kein Kartoffel mehr. Wir sind sehr weit von unserer Heimatwelt weg. Von unserer Base, also von der Heimat, sind wir 213 Kilometer entfernt mittlerweile. Wir sind noch nicht in der Gravitation des Mondes. Ich bin gespannt, wenn das passiert. Da unten sieht man, ich vermute mal, Eis. Ich hoffe, es gibt eine Fläche, wo ich landen kann. Weil das Schiff kann nicht unbedingt... Ja, es braucht schon eine gute Gradfläche eigentlich zum Landen. Der Mond sieht ein bisschen so aus, als wäre er von Asteroideneinschlägen gebeutelt. Ja. Hier unten ist ein recht großer Krater. Ich hoffe, wir finden eine recht gerade Fläche. Also ein großer Krater mit was gerade drin wäre gut. Und Platin wäre gut. Ja, wenn in dem Krater vielleicht noch Platin ist, wäre das super. Hier unten ist ein großer Krater. Guck mal, direkt unter uns. Den sehe ich, ja. Da, den werde ich ansteuern. Ernsthaft? Ja. Oder? Ich würde sagen, ich steuere mal an. Na dann. Da kann ich landen. Dann würde ich sagen, dämpfe an. Wir sind noch nicht mal in der Gravitation des Mondes. 7. Fang mal an zu bremsen. Wir haben ja genug Sprit, ist ja alles okay. So, wir rollen schon mal. Ich sitze hinten, offene Tür. Moment, meinen wir denselben Krater? Ja, über uns jetzt. Über uns ist ja, okay, Krater. Dann meinen wir denselben, weil... Ja, meinen denselben. Er ist so an der Lichttagesgrenze so ein bisschen. Geht bei dir der Tank auch gerade gar nicht leer? Nee, gerade geht er gar nicht leer. Wahrscheinlich wird das gerade schon nachproduziert. Das ist ja nicht viel, was er gerade am Bremsen braucht. So, 7. Mach die 9 an. Brauchen wir jetzt auch nicht viel. Wir brauchen bloß mal einen Schubs in die richtige Richtung. Nämlich die da. Den voraus erstmal wieder. Wir kommen aber noch schnell näher jetzt, finde ich schon. Also wenn wir in der Gravitation sind, dann werde ich Strong Unknown Signal. Hinter uns. 46 Kilometer. Ein starkes Signal. Da waren wir auch noch nie. So ein starkes Signal. Könnte vielleicht auch ein Schiff sein. Man weiß es nicht. Da waren wir noch nie, weil so ein starkes Signal waren wir noch nie. Ich sehe auch gerade nicht, wie weit entfernt. Oh, wir kommen sehr schnell näher. Verdammt. Das gefällt mir aber nicht. Ist da im Krater eine Struktur? Nee. Nein. Das wär jetzt mega lol. Ich habe nochmal die Thruster angemacht. Oh ja, oh, das wird aber. Ich mach mal die Dämpfer an, ich traue der Sache hier gerade nicht. Und ich muss was ändern. Bei den normalen Retro-Thrustern muss ich mal was ändern. Während wir hier dahin treiben, hoffentlich nicht sterben. Ich sehe den dritten Planeten aber echt gar nicht. Der muss echt weit weg sein. Ich gebe nochmal Gas. Wir sind immer noch nicht in der Gravitation des Mondes. Vielleicht immer nur so Halbgas geben, dass es nicht so mega schnell ist. Ja, ich versuche. Jetzt sind wir in der Gravitation 0,05. Oh, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Echt? Ich nicht. Explorer 2 von 6. Ich will auch. Wieso kriege ich keine Errungenschaft? Weil du die vielleicht schon hast. Nein, ich habe die nicht. Warst du bei Space Engineer schon jemals auf dem Mond bestimmt, oder? Ja, natürlich, aber zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Errungenschaft. Da gab es das noch nicht. Was? Das ist gut. Du machst das schon. Wir sind 1600 Meter, alles gut. Alles gut. Gravitation wird bestimmt nur 0,5. Wie siehst du das denn immer? Was? Vielleicht sehe ich das gerade. Ach doch, hier, Leute. Achso, jetzt sehe ich das noch 1000 Meter. 1300, 1010, 1900. Alter, das ist aber. Ui, so, schon fast da quasi. Ja, wir sind gleich da. Guck mal, unter uns überall Eis. Siehst du das?
Weil wir brauchen Platin. Ich hoffe, dass dieser Krater von einem Asteroiden, der hier eingeschlagen ist, ein. Boah. Ja, sieht man noch Zeit. Eis brauchen wir nicht, wir brauchen Platin. Oh ja, viel Platin. Soll es hier ja geben, laut Wiki, laut dem offiziellen Wiki soll es hier Platin geben. Ich hoffe, dass die Thruster, die ich dran habe, ausreichen für diese Gravitation, um uns abzufangen. Denn ich kann ja keine Atmo-Thruster einsetzen. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ja, stimmt. Nee, es gibt keine Atmosphäre. Das Problem ist, wenn die unten drunter, die Vierer oder so, jetzt nicht ausreichen, um uns abzufangen, knallen trotzdem auf den Mond. Abheben, okay, das geht dann vielleicht, wenn ich die großen einschalte. Aber was sieht gut aus gerade. Ich habe gerade Schiss, dass unsere Jetpacks nicht ausreichen und wir dann treiben. Also da müssen wir echt aufpassen. Laufen sollten wir trotzdem können. Also laufen sollten. Ich lande mal da vorne, da sieht es recht gerade. Toll, jetzt hat es aktualisiert, das sieht es ja gar nicht mehr gerade aus. Da drüben sieht es gerade. Links von uns sieht es gerade aus, oder? Hinter dem Gebirge. Was sagst denn du? Ja, da wo du gerade drauf zusteuerst, ist auch. Ja, oder. Ja, links hinter diesen beiden Hügeln. Links sieht es gerade aus, ne? Oder ungefähr, ne? Oh oh. Mist. Ja, es tritt das ein, was ich befürchtet habe. Es tritt gerade das ein, was ich befürchtet habe. Es tritt das ein, was ich befürchtet habe. Ja, du kannst ja gleich noch Gas geben, aber das klappt locker. Und wir stehen. Das heißt, ich muss mit den hintersten Thrustern ein bisschen irgendwie gegensteuern. Okay. Oder halt ganz langsam runtergehen. Oder ich lande eine Raketenlandung im Prinzip. Ich meine Raketenlandung. Ich würde ganz safe landen. Ich lande auf den Thrustern. Sachte. Ja, super. Oh nein, oh nein. Warum? Ich theoretisch hin, das war kein Problem. Warum machst du das? Ich brauche eine gerade Fläche. Das ist kein Lande Problem. Doch einfach ganz safe. Kann ich ja nicht. Natürlich. Ganz sanft C drücken, nur so anhauchen immer. Das Problem ist, ich kann nicht, wenn ich jetzt gerade gehe zur Neigung des Mondes, die vier Thruster unten drunter reichen nicht aus, um das Schiff abzufangen. Das habe ich gerade gemerkt. Ich brauche die hintersten gerade noch, um mich abzufangen. Hast du das nicht gemerkt? Guck mal, wir sinken. Du müsstest jetzt halt umdrehen und dann gegenlenken quasi zur Atmosphäre. Ja, keine Atmosphäre. Ja, nee, also zur geraden Fläche quasi. Weil so wirst du ja immer schneller. Ja, doch, das geht. Ich mache jetzt so und jetzt machen die Hintersten halt mit und die Hintersten bremsen uns gerade ab. Ja. Uiuiui. Alleine schaffen die Viere das unten nämlich nicht. Alleine schaffen die unten das nicht. Aber hier ist so gerade, ich denke, das kann man hier gut mal versuchen. Wenn ich jetzt nämlich so gehe, sinken wir nämlich wieder, weil die Viere schaffen. Ja. Nein. Aber wir haben das gerade nicht geschafft mit der FA. Ja, weil sie jetzt, ja jetzt. Dann kommen wir ja nicht mehr hoch, weißt du? Ich komme nicht mehr hoch, wenn ich jetzt so lande. Ich kann mich nicht mehr wegdrücken. Oh, stimmt. Scheiße. Ich muss also eine Raketenlandung versuchen. Oh Gott. Nee, ist hier unten gerade, guck mal, oder? Ist hier gerade schön? Ja, aber ich habe Angst, dass die Dinger kaputt gehen und dann war es das. Signal. Neues Signal. Scheiß drauf, Raketenlandung. Wird schon schief gehen. Bin ich gerade? Muss nur gerade sein. Nein. Gerade? So du bist vielleicht ein bisschen so. Ja, ich weiß, ja, es ist am Nordpol schwer zu sagen. Es könnte gerade sein. Ich back auch so unter die Oberfläche teilweise. Ja, so vielleicht? Warte. Was sagt denn deine Anzeige? Die sagt nichts mehr gesagt. Ich sag nee. Nee. Jetzt wird. Nee, hä? Nee, eben war, glaube ich. Oder? War eben besser? So? Ja, so vielleicht? Okay. Weil ich kann es auch schlecht einschätzen, ey. Ich gehe mal ein Stück runter. Wir sehen ja den Schatten. Guck mal, den Schatten. Guck mal, achtmal. Ich glaube, du bist. Muss ein Stück nach vorne, ne? So. Ich geh mal. Nee, eben war, glaube ich, besser. Ne? Das war eben noch besser. Boah, das ist schwer, Alter. Das ist jetzt echt schwer. Ja, es ist schräg. Mist. Ich habe halt Schiss, dass das Ding jetzt umkippt. Deswegen bin ich mit der Blub 1 so nicht gelandet. Ich hatte halt Schiss, dass es umkippen wird.
Warte. Ich kann es halt, ne? Ja, das Problem ist, ich komme jetzt nicht raus. Doch, weil du kannst, du spawnst eh auf dem Dach. Ja, aber wenn irgendeiner von uns gegen das Schiff kommt, kippt das um. Ich kann ja die hier anlassen, die hier oben und die vorne und oben, dass das Schiff in der Waage hält aufgrund der Dämpfer, die sind ja an. Hui, hallo. Lol, ich muss meinen Helm aufsetzen, ich bin doof. Entschuldigung. Ja, sehr gut. Lol, zieh dir das S. Boah, komm, guck dir das an. Guck mal her. Boah, guck mal, wie geil das aussieht gerade. Komm mal her zu mir und guck mal in die Richtung. Komm. Komm, das ist gut. Das sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus. Stardust kann es halt. Boah, ich bin gerade so stolz drauf. Also ich kann zur Not auch so landen. Aber ich werde in Zukunft trotzdem nochmal da unten nochmal zwei ranmachen und auf der anderen Seite zwei. Dann passt es definitiv. Ich kann das hier noch ändern, das ist kein Problem. Gut. Ich setze mir mal hier gerade ein GPS-Ding. Ich kann die Boje anmachen. Lol, war das nicht voll, unsere... Warte mal. Was? Ich guck mal ganz kurz mal ins Schiff rein. Wir haben 53. Ich kann es nicht anlassen, ich lasse es nicht an. Wir haben 53, Wasser, also Treibstoff. 53 ja dann aus. Dann halt nicht gegenkommen. Naja, das bekommen nicht gegen. Guck mal. Das sieht super aus. Ansonsten war es das und sitzen wir hier fest. Kann man das von hier auch irgendwie beladen? Nee. Okay, Platin. Ich laufe. Hier drin. Ja, warte mal. Achso, du hast einen GPS-Punkt gesetzt, ne? Ja. Pass auf deinen Sauerstoff aus, auf. Ich nehme mir noch eine aktuelle Position. Erst bei mir ist jetzt gerade mal eine. Nee. Die zweite Flasche ist bei mir jetzt gerade mal leer gegangen. Erste Mondlandung. Das ist nämlich mal ein Eis, oder? Ich baue es mal testweise ab. Oh, nicht gegen Schiff rollen. Wenn das Eis ist, wäre ich super. Ja, das Blaue ist logischerweise Eis. Das ist natürlich geil, dann können wir das natürlich reinpacken. Ich muss dann so noch was bauen hier. Also ich hab da noch eine kleine. Wo bist du hin? Da hinten. Sagt mir, dass hier irgendwo Platin. Ist. Das Problem ist, die haben. Können unsere Handbohrer eigentlich Platin sehen, wenn das ganz tief ist? Eigentlich ja. Auf links konnten sie ja auch und das war ja auch teilweise saut. Ja, wie geil der Springen hier ist. Hab ich mal gesprungen? Nein, ich habe Angst, dass ich dann ins nein, All fliege. Nein. Passiert nicht, spring mal. Alter. Voll den Kogen. Ein bisschen Eis können wir trotzdem mitnehmen zur Not. Das Lustige ist, ich sehe halt gerade null. Auf dem Mond gibt's ganz viel Platin. Geht mal auf den Mond. Ganz viel habe ich nicht gesagt, aber halt mehr wie auf der Erde. Also, genauso. Nein, wesentlich mehr wie auf der Erde. Auf der Erde gibt es halt entweder gar nichts oder ein ganz bisschen. Aber hier ist halt überall Eis. Oh, das sieht gerade aus. Wow. Ich mag dieses Bild so gerade. Ne? Ich denke mal, Platin ist hier auch selten, aber halt nicht so selten wie auf der Erde. Ja, aber wir finden es. Bitte, lass hier irgendwo eine Platinquelle sein. Wir haben 100 Kilo versprochen, verdammt! Ja, deswegen ja. Wenn wir jetzt sagen, wir haben nichts gefunden, steht mir schon ziemlich doof da, ne? Ja. Aber komm, das muss da eigentlich zu finden sein. Ich nehme auch noch ein bisschen Eis mit. Ich finde hier halt nichts außer Eis, ne? Ja, ich auch. Ich habe noch ein bisschen Eis mit. Das ist ganz schön so, aber. Das Lustige ist, das Eis wird mir auch nie angezeigt hier. Als Eis. Wird einem Platin dann überhaupt angezeigt? Das frage ich mich jetzt gerade.
wird auf dem Mond überhaupt wie sieht Platin aus? Ich habe keine Ahnung. Willst du mal schnell gucken? Ich sehe jetzt... Das geht jetzt gerade nicht. Ich sehe zum Beispiel, ja, das wäre... Ich renne mal. Ich habe jetzt zum Beispiel was dunkelblaues. Was hellblau wird. Sehr gut. Das Lustige ist, ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ist ja auch... Okay. Ich muss ja nur wieder zurückkommen. Du hast ja einen Punkt gesetzt, ne? Ja. Ich bin noch in einem Krater drin. Das ist alles Eis, ey. Hä? Mir wird das Eis auch nicht angezeigt. Scheiße, wie sieht Platin aus? Müssen wir da einfach mal nach unten bohren und gucken, ob... Also, ist das vielleicht einfach unter der Oberfläche überall in Masse? Nur darum sieht man es halt nicht. Oder gibt es hier dunkle Flecken? Aber ich habe keine gesehen, gerade beim Drüberfliegen. Gar keine. Oder hat das offizielle Wiki einfach gelogen? Aber wie soll man sonst... Warte mal. Da gerade hin. Sind das dunkle Flecken oder ist das so Schatten? Spiegelt da mein Auge echt gar nicht? Muss man hin. Hat das offizielle Wiki gelogen und es gibt hier kein Platin? Das wäre echt böse, wenn es das hätte. Wikis sind ja auch nicht immer so vertrauenswürdig. Ne? Ich wollte das jetzt nicht mal anmerken. Nee. Kannst du mal gucken, wie Platin vielleicht aussieht? Ich tapp mal ganz was raus, Leute. Space Engine Platin. Platinum, Platinum Ori. Ich habe noch eine Errungenschaft bekommen. Hier kann ich nicht gucken. How to find Platin Ori. Das ist eine interessante Frage. Der hat Asteroiden abgesucht. It's random. Sometimes I find in minutes, sometimes I take days. What? Also schreibt ihr auch, also Platin gefunden. Manchmal findet das innerhalb von einer Minute, manchmal findet das nach Tagen. Aber. Das gefällt mir gerade gar nicht, ob er das hinführt. Das, was ich gelesen habe, ist, dass es auf dem Mond wesentlich mehr Platin gibt. Aus mehreren Platin, Quellen. Kobalt, Magnesium, Lithium, Silber, Gold, Platin. Silbern. Es ist silbern. Schwer von Steinen oder Silizium zu unterscheiden. Es ist mehr durch die Textur zu erkennen, die etwas weicher ist als die von Steinen. Es hieß, es könnte jeder Boden sein. Warte mal. Aber es ist leicht silbern. Es sieht leicht silbern aus, gerade auf dem Bild. Lol. Okay, warte. Finden. Ja, das ist Stein. Bohre mal testweise. Muss ich was schreiben? So. Ja, guck mal, da diese Wand, ne? Sieht was? Interessant aus. Ich geh da mal hin. Ich bohre einfach mal und gucken, ob da nur ein Stein rumliegt. Oder ob da Platin drin liegt. Ja, guck mal, da oben, guck mal, das ist doch kein Schatten. Ich nehme mal kurz den Jetpack. Dass der Bohrer hier nichts anzeigt, ist natürlich richtig hart scheiße. Die Textur ist die Arsch, das ist die Textur, ne? Wie soll man denn dann Platin finden, wenn das hier nicht angezeigt wird? Ist das alles Stein hier? Scheiße. Das ist natürlich richtig kacke. Jetzt sind wir auf dem Mond und wir haben keine Ahnung, wie Platin aussieht. Das ist schon interessant. Ich hoffe halt immer, dass ich irgendwie was Weißes gerade entdecke. Also irgendein weißer Punkt auf Block. Und das tut er halt gerade nicht. Das hat alles Ich hätte ansonsten einen leichten Plan B, eine Idee für einen Plan B gerade. Wir fahren jetzt Eis und dann fliegen wir einfach mal so ein bisschen um den Planeten rum und gucken, ob wir von oben irgendwie was entdecken. Vielleicht ist ja da doch auch irgendwie Flecken da. Ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ja. Ich gehe mal kurz zurück zum Schiff, entlade mal. Ich habe nämlich massiv Eis gerade dabei. Ich wollte noch was eigentlich machen. Ich scoute noch. Willst du mal kurz noch weiter scouten? Ich will noch etwas basteln hier auf dem Mond. Das, was ich mir vorgenommen habe. Aufgrund des Fluges. Wir sind ja als erste Mal hier gelandet. Die erste Mondlandung von uns. Da möchte ich natürlich Nein, etwas Leute, ich weiß, was du vorhast. Ja, das muss einfacher sein. Das ist ein Muss.
Punkt 3 werde ich, glaube ich, wieder löschen, weil das ist echt zu weit weg gewesen. Wie soll man... Alter, wie soll man das hier finden, ey? Jetzt kann ich einfach diese Hügel hier... Ich würde mich dann zur Not, wenn man jetzt wirklich... Wenn alles reißt und wir nichts finden, einfach so, würde ich einfach mich mal nach unten buddeln und gucken, ob da irgendwas ist. Ja, und ich würde sagen, hier ist auch eine ganz geile Stelle eigentlich für eine Base später, weil das ist schön gerade. Hier sieht es ja irgendwie erstmal volle Sonneneinstrahlung. Finde ich ganz geil. So, warte. Ich muss es nicht machen. Oh lol. Keine Chance. Ich fürchte, das ist unterirdisch und das sieht man halt einfach nicht von der Oberfläche, also... Denkst du, wir sehen das nicht? Ja, oder der Mond hat kein Platin, was natürlich der mega Abfuck wäre, weil eigentlich müsste das haben. Nicht. Das glaube ich nicht. Nicht schon, dass der Platin hat. Wir finden es halt gerade einfach nicht. Ja, weiß sieht hier natürlich einiges aus. Warte mal, hier ist weiß ohne blau. Ja, wahrscheinlich lädt die Textur gleich nach. Ich laufe mal da vorne hin. Ja, da lädt die Textur nach. Alles Eis. Also, Eis haben wir hier mehr als genug. Finde ich gut. Hätte trotzdem lieber was anderes. Das ist natürlich. Ich bohre mal hier wieder Test, weil das wird halt auch alles Eis sein. Natürlich ein bisschen beeilen. Das ist natürlich. Ich dachte, dass das Schiff vielleicht schon was findet, wenn wir näher kommen. Oder die Bohrer halt, aber ich kriege halt nichts angezeigt. Das da vielleicht? Ne, ist auch alles Eis. So. Ja, das ist nicht schön, aber selten. Finde ich gut. Oh, ich bin mittlerweile ganz schön weit weg. Echt? Was auf wegen dem Sauerstoff, ne? Ja, ich habe noch... Nee, ich sag's nicht. Ich bin jetzt gerade beim dritten von 6 Flaschen. Ich habe gerade mal ein bisschen Eis reingetan. Es wird hier auch alles Eis sein. Oh, kannst du vielleicht bitte mal bohren? Alles Eis. Scheiße. Das ist echt Kacke. Ich habe das Gefühl, mit einer Oberfläche rumlaufen werden wir das nicht finden. Ah, die Frage ist, wie machen wir es dann? Soll ich den Erdsensor an der Stardust nochmal abbauen und unten ran machen? Bei iPhones habe ich das ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist ja kleiner. Ja, ich sehe ja auch gar nichts mit meinem Bohrer. Das ist natürlich sehr seltsam, ne? Wir sind gerade ein bisschen planlos, Leute. Boah, was eine Aussicht, ey. Alter, ist hier ein Krater. Warte mal.
Dieser Krater hier, ne? Dieser Krater hier. Mein Näschen sagt mir, dass da unten Platin ist. Da! Das Platin. Ich call's. Das Platin. Runter. Das Platin. Das Platin. Das Platin. Das Platin. Bitte, bitte. Das Eis wollte mich verarschen. Welches heute? Ist das. Das Eis. Also, wir sind schon immer gelandet, ne? Aber. Sag mal. Scheiße. Ja, liebe Zuschauer, das ist natürlich jetzt blöd. Ich hätte schwören können, dass das hier so ein Ort ist. Wir sind ja eigentlich schon vor 0 Uhr gelandet, aber das war ich nur so. Ich bohre mich mal ein Stück nach unten. Bohren! Oh. Alter, Lag. Ist immer mega Lag. Ja, es sind gerade so manche Steine gespawnt. Lol, ich werde zurückgesetzt. Okay. Verdammt. Wir haben leider keine Fahne, also oh, keine, hier, ist das hier nicht klar? Nee, es ist auch Eis, oder wie? Ich finde hier nur Stein oder Eis. Aber es gibt doch auf dem Mond so viele Sachen. Wahrscheinlich wird schon in die Kommentare gehämmert. Ihr müsst das und das machen. Ja, wenn wir das jetzt lesen könnten, das ist natürlich super. Aber wir können es leider nicht lesen, Leute. Ich habe keinen Plan. Ich auch nicht. Bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Alter, den Mega-Lag. Wieso hatte ich gerade einen Mega-Lag? Ist hier Platin gespawnt? Oh, bitte ja. Das ist auch alles Eis. So, wir machen hier natürlich noch ein. So, Leute, ne? Intensität. Radius. Passt. Was machst du da? Oh, nix. Etwas, was einfach sein muss. Das gehört dazu, wenn man es erstmal auf dem Mond landet, okay? Warte mal, das da. Oh, komm schon, bitte, doch, bitte. Du bitte, findest bitte. Das gerade. Ah, wie das blau nachspawnt. Wie sah denn nochmal Silber aus? Silber einfach, oder? Ja, so glimmend. Ja, so glimmend silberfarbig. Also so. Und Platin sieht auch so aus, oder wie? Platin sieht, nee, das sieht eher so gräulich aus wie die Erde. Also so wie der Stein, wie ganz normaler Stein. Ach, lol, ich guck die ganze Zeit. Nur mit halt so leicht silbernen, also ich fand es silbern in Brocken dann. Es sieht aber sehr ähnlich aus wie Gestein und ein bisschen irgendwie Silber. Es hat halt solche silbernen Maserungen. Ich kann es schlecht erklären. Keine Ahnung. Hallo? Jetzt will er gar nicht mehr bohren. Interessant. Irgendwann hat das Bohrgerät auch keinen Bock mehr. Hm?
Irgendwann hat das Bohrgerät auch keinen Bock mehr. Ich suche gleich wieder mit. Ich hole jetzt da noch Treibstoff. So. Passt perfekt. Sitz passt. Wackelt hat Luft. Das können wir so lassen. Solange die Sonne scheint, sieht man es. Wenn nicht, dann nicht mehr. Okay, nicht ganz okay. So, ich gehe jetzt. Quatsch. Hol jetzt Eis, Leute. Vielleicht finden wir durch Zufall doch noch Platin. Aber ich wünschte, wir könnten gerade mit euch reden und ihr könntet uns sagen. Aber ich würde sagen, ob wir Platin finden oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Komm her, du. Oder? Look, was sagst du? Tja, das können wir so machen, ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ciao.